Ja, hoi, meine Freunde von heute, zum vierten Tag dieses Tippspiels der Fußball-WM 2018 auf meinem Kanal. Vom dritten Spieltag, beziehungsweise dritten Tag dieser WM, sind bisher erst nur 3 von 4 Spielen gespielt worden, denn Kroatien gegen Nigeria steigt gleich noch, oder während ihr das Video vielleicht seht, ist es gerade am Laufen. Die Sache nur die ist, es würde sehr, sehr spät werden und es tut mir leid, aber ich möchte auch irgendwann den Tag beenden. Deswegen kurz die 3 Spiele, die gespielt haben, auf jeden Fall schon. Und Kroatien gegen Nigeria dann morgen. Erstmal Frankreich gegen Australien. Und da kann man direkt sagen, knapper ging es eigentlich gar nicht. Frankreich gewinnt 2-1. Wobei der Siegtreffer wirklich über Hawkeye entschieden wurde. Schrägstrich, er wurde nicht entschieden über Hawkeye, aber es war eine, ja, sehr, sehr wichtige Sache, die man halt auch hätte überprüfen können. Dann die Überraschung, Argentinien gegen Island und holla die Waldfee. Argentinien, Island 1-1. Ich war sehr irritiert, wobei am Ende dennoch verdient, aber wow. Und Peru gegen Dänemark, der hätte Peru definitiv mehr machen können, hat leider die Chancen nicht genutzt und ist damit, ja, als Verlierer vom Platz gegangen. Dänemark 1, Peru 0, obwohl sie auch einen Elfmeter hatten. Ja, und wie gesagt, Kroatien, Nigeria machen wir morgen ganz in Ruhe, wenn ich dann morgen Abend halt den nächsten Tag mache mit euch. Und dann gehen wir auf die Spiele, die heute kommen, beziehungsweise morgen, nämlich am 17.06. Und da hätten wir einmal Costa Rica gegen Serbien, Deutschland gegen Mexiko und Brasilien gegen die Schweiz. So, 3 Partien, 14, 17 und 20 Uhr in der Reihenfolge. Und wir fangen an mit Costa Rica gegen Serbien, das erste Spiel der Gruppe E. Und ich muss sagen, Costa Rica, 2006 bei der WM dabei gewesen, hat ziemlich stark gespielt. Serbien kann ich aber auch gar nicht einschätzen, das ist das große Problem. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Serben schon sehr gut sind und dieses Spiel 1-2 gewinnen werden. So, dann springen wir rüber zu dem Spiel, was uns alle interessiert. Deutschland gegen Mexiko. Die Deutschen, ihr erstes Spiel und Mexiko. Ja, die Deutschen haben seit 1990 ihr erstes Spiel in einer WM nicht mehr verloren. Und ich glaube, das wird sich dieses Mal auch nicht ändern. Mexiko kann gut sein, aber ich glaube, Deutschland wird dieses Spiel 3-1 gewinnen. Kommen wir zum letzten Spiel des morgigen Tages um 20 Uhr, denn dort spielen Brasilien und Schweiz. Und ich muss sagen, Brasilien gegen Schweiz ist natürlich so gefühlt Argentinien gegen Island vielleicht ein bisschen näher beieinander. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, Brasilien, die sind, die wollen eigentlich mal wieder und die werden auch dieses Spiel gegen die Schweiz gewinnen. Und zwar locker mit 2-0. Das sind meine Tipps. Was sind eure? Schreibt sie unten in die Kommentare und ich wünsche euch morgen einen wunderschönen Tag bei dieser WM.